Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema lineare Gleichungssysteme, in dem wir die Methoden aus der Matrixalgebra nun auch zum Lösen von linearen Gleichungssystemen einsetzen werden. Wie schaut so ein lineares Gleichungssystem aus? Die Form, die die meisten aus der Schule sicher noch kennen werden, ist die hier, wo wir wirklich in jeder Zeile eine lineare Gleichung hinschreiben mit Koeffizienten a11 mal x1 plus Koeffizient a12 mal unbekannte x2 und so weiter bis a1n mal xn gleich b1 und dann haben wir noch eine zweite Gleichung und so weiter bis zur mten Gleichung. Wir haben also hier insgesamt m Gleichungen und n Unbekannte. Und auf der rechten Seite stehen dann eben auch die m-Werte auf der rechten Seite. Und hier können wir uns jetzt noch ein paar andere Schreibweisen anschauen, die wir nutzen werden, um das Ganze noch knapper zu formulieren. Also wir können die Koeffizienten für x1 hier in so eine Matrix eintragen und die für x2 können wir in die Matrix eintragen und so weiter bis hin zu xn und dann bekommen wir halt eine m kreuz n Matrix mit den Koeffizienten heraus. Dann fehlen uns am Schluss noch die Werte auf der rechten Seite, deshalb schreibt man das manchmal auch so als eine Gleichungsmatrix hin, wo wir die Koeffizienten links stehen haben, dann machen wir so einen vertikalen Strich und dann haben wir die Koeffizienten auf der rechten Seite stehen. Ist ein bisschen knapper, weil man sich eben die ganzen Pluszeichen und die Gleichheitszeichen, die eh klar sind, wenn man weiß, dass es ein lineares Gleichungssystem ist, weil man sich die spart. In Matrixnotation haben wir das in vorigen Videos auch schon gesehen, dass wir ein lineares Gleichungssystem einfach als Matrixgleichung auffassen können mit einer m kreuz n Matrix von Koeffizienten, mit einem n kreuz 1 Vektor von Unbekannten und einem m kreuz 1 Vektor von rechten Seiten. Und grundsätzlich gilt für solche linearen Gleichungssysteme, die können unlösbar sein, dass es gar keine Lösung für x gibt, die dieses Gleichungssystem erfüllt. Sie können genau eine Lösung haben oder sie können sogar unendlich viele Lösungen haben. Der Fall, der dabei für die Praxis besonders häufig relevant ist, ist der mit einer eindeutigen Lösung und es ist auch der, den wir uns im Folgenden besonders anschauen werden. Und die eindeutige Lösung gibt es dann, wenn m gleich n ist, dass es also genauso viele Gleichungen wie Unbekannte gibt, und wenn die Koeffizientenmatrix regulär ist, wenn sie invertierbar ist. Und da wissen wir, das ist der Fall, wenn die Determinante der Koeffizientenmatrix, wenn die ungleich 0 ist. Und dann können wir nämlich schreiben, a mal x gleich b, können wir mit a hoch minus 1 von links multiplizieren. Da haben wir da stehen a hoch minus 1 mal a mal x ist gleich a hoch minus 1 mal b. Das hier gibt die Einheitsmatrix. Einheitsmatrix mal x gibt x und das ist dann a hoch minus 1 mal b. Ja, das hier ist also die Lösung für dieses lineare Gleichungssystem. Und wenn wir die Inverse der Matrix A bestimmen können, dann können wir damit ganz leicht diese Lösung des Gleichungssystems ausrechnen. Und im Fall von 2 kreuz 2 Matrizen, hatten wir in vorigen Videos gesehen, können wir diese Determinante besonders leicht bestimmen. Was wir in höherdimensionalen Fällen machen, schauen wir uns danach an. Vorher gibt es hier ein Beispiel für ein 2 kreuz 2 Gleichungssystem. Es soll also bitte gelten, x1 plus 9 mal x2 gleich 1 und 3 mal x1 plus 28 mal x2 gleich 2. Das können wir uns jetzt also als so ein Gleichungssystem a mal x gleich b aufschreiben, wobei das a dann so aussieht, wir haben hier im Prinzip einmal x1 stehen, haben wir also 1 und 9 und 3 und 28 mal x1 mal x2 ist gleich 1, 2. Also so können wir dann dieses Gleichungssystem, was wir hier in der Gleichungsform stehen haben, in die Matrix-Schreibweise bringen.
Und wenn wir dann das x1 an die erste Spalte und das x2 an die zweite Spalte multiplizieren, bekommen wir genau das daraus, was da oben steht. Halten wir also das einmal hier fest. Die Frage ist jetzt, können wir dieses Gleichungssystem überhaupt lösen? Und dafür müssen wir uns also die Determinante der Koeffizientenmatrix anschauen. Die Determinante von A. Wie funktionierte das nochmal? Das war Produkt auf der Hauptdiagonalen. 1 mal 28 minus Produkt auf der Nebendiagonalen, 3 mal 9, das ist 28 minus 27 und das ist 1 und damit ungleich 0. Und weil die Determinante ungleich 0 ist, ist das Gleichungssystem jetzt also eindeutig lösbar. Dann müssen wir nur noch für die Lösung aufschreiben, x ist gleich, jetzt bringen wir sozusagen die Matrix A durch Invertieren auf die rechte Seite und müssen also die Inverse davon hinschreiben. Wie ging das nochmal mit der Inversen? Auf der Hauptdiagonalen mussten wir vertauschen, auf der Nebendiagonalen das Vorzeichen ändern. Und dann mussten wir noch mit 1 durch die Determinante multiplizieren. Das ist aber hier 1 durch 1. Und da braucht man dann also nichts weiter zu machen. Und dann müssen wir den Vektor 1, 2 der rechten Seiten dann noch dran multiplizieren. Schreibe mir auch das nochmal hier sauber auf die Folien. Und zur Lösung muss ich jetzt also nur die rechte Seite an die Inverse der Koeffizientenmatrix multiplizieren. 1 mal 28 minus 2 mal 9, das ist minus 18. Ist also gleich 28 minus 18 ist 10. Und dann haben wir 1 mal minus 3 plus 1 mal 2. Das ist minus 3 plus 2 ist minus 1. Damit haben wir also die Lösung unseres linearen Gleichungssystems bestimmt und können jetzt zur Sicherheit nochmal die Probe machen, indem wir das Ganze hier oben einsetzen. Können also die 10 für x1 einsetzen und die minus 1 für x2. Dann haben wir da stehen, 10 plus minus 9 gleich 1, passt. 30 minus 28 gleich 2, passt auch. Und somit haben wir dieses Gleichungssystem richtig gelöst. Das heißt, in diesem Fall war die Lösung mit Hilfe der inversen Matrix besonders einfach, weil wir die Inverse im 2-Kreuz-2-Fall einfach haben ausrechnen können. Wir hätten natürlich auch andere Methoden zur Lösung dieses Gleichungssystems verwenden können, aber die Inverse ist hier einfach und schnell gegangen. Man kann nun aber auch Gleichungssysteme ohne die Berechnung der Inversen durchführen. Und das ist besonders dann relevant, wenn es eben mehr als zwei Gleichungen gibt, wo ich nicht mehr so leicht meine Inverse hinschreiben kann. Da bräuchte ich also entweder einen Computer, um die Inverse auszurechnen, aber selbst für den Computer ist das Berechnen der Inversen zur Lösung des Gleichungssystems nicht das effizienteste Verfahren. Da gibt es schnellere und verlässlichere Verfahren, selbst für den Computer. Wir werden im folgenden Video dann noch eins kennenlernen, das sogenannte Eliminationsverfahren. Es gibt aber auch andere. Es gibt zum Beispiel Verfahren über sogenannte Matrix-Zerlegung. Da gibt es die Kolesky-Zerlegung, die für sogenannte symmetrische und positiv definierte Matrizen verwendet werden kann, die in der Praxis besonders häufig vorkommen. Oder allgemeiner gibt es Verfahren, das nennt sich QR-Zerlegung, das auch zur Lösung dieser Gleichungssysteme verwendet werden kann. Das heißt, ich muss nicht die Inverse bestimmen, so wie wir das im vorigen Beispiel gemacht haben, sondern ich kann auch zur Lösung des Gleichungssystems kommen, ohne eine Inverse bestimmen zu müssen. Und das werden wir uns im nachfolgenden Video einmal für das Eliminationsverfahren anschauen.